Zählpunkt läuft. Steht auf dem Korb. Das ist Best of Morgenradio und ich bin die Frau Anders. Das ist der Wunderlich. Wir stellen hier unsere Lieblingssendung vor. Heute bin ich dran mit dem sogenannten Werteeffekt. Ich soll gehen. Ja. Vorneweg erstmal eine gute Nachricht. Der Werteeffekt hat nichts mit unheimlichen alten Opas zu tun, die kleinen Jungs Karamellbonbons andrehen. Nee. Wie in der Werbung für Werthers Echte, ihr erinnert euch bestimmt daran, das war nämlich in den 80ern. Schlechte Nachricht, der Werteeffekt hat etwas mit Schullektüre zu tun. Viele von uns sind dem Herrn Goethe ja schon mal in der Schule begegnet. Darum denken viele Menschen bei Goethe an alte, langweilige Bücher. Schade finde ich, weil Faust ist, wenn ihr mich fragt, ein wirklich einmaliger Geniestreich in der deutschen Literatur. Ich bin, das gestehe ich hiermit offen, ein Goethe-Fan, ein Faust-Fan, ein Mephisto-Fan. Das muss mich ja schon wirklich sagen. Aber auch Goethe hat natürlich mal klein angefangen. Seinen ersten Roman veröffentlichte er 1775. Und weil er da echt auf Nummer sicher gehen wollte, tat er das anonym. Dieses Buch hieß Die Leiden des jungen Werther. Ihr habt es schon geahnt. Ich gebe euch hier mal eine super kurze Zusammenfassung, ja? Und das reicht ungefähr für eine 3 im Referat. Also so, pass mal auf. Also Werther ist voll der sensible Typ, ne? Der steht total auf die Natur und die Einsamkeit und grübelt gerne vor sich hin. Und er verknallt sich dann in Lotte. Voll platonisch natürlich alles, so wie zwei Seelenverwandte, ne? Aber die Lotte, die kann nicht so richtig, weil die ist ja schon mit dem Albert zusammen und macht mit dem rum. Also befreundet sich der Werther natürlich mit dem Albert, weil die haben ja ein gemeinsames Hobby, ne? Also die Lotte, Albert ist so mehr so ein Hirnmensch, ne? Aber der Werther, der ist so voll der Emo, voll der... Leidenschaft und so. Beim nächsten Treffen mit Lotte versucht Werther dann auch, die Lotte zu küssen. Ne? Aber das findet die voll krass übergriffig und will ihn nicht mehr sehen. Sie glaubt, Werther ist nicht ganz normal. Werther wird depressiv und hängt nur noch rum. Kurz überlegt er, in den Krieg zu ziehen. Das wäre ein ehrenvoller Tod wenigstens. Aber ein General redet ihm das aus. Albert und Lotte heiraten dann auch noch. Und der Werther verliert auch noch seinen Job. Ja, scheiße. Er trifft Lotte noch ein letztes Mal und droht ihr mit Selbstmord. Lotte meint, Werther, Sie sind sehr, sehr krank. Ja, leck mich doch am Arsch, Leben, denkt sich der Werther. Und er schießt sich. Bumm. Da wird sie aber gucken, die Lotte. Wenn sie an meinem Grab steht, da wird sie aber weinen. Was hat sie jetzt davon, die Lotte? Ende. Diese Story wird damals bei der Jugend Europas ein Bestseller. Ein totaler Hit, wie die Rockmusik bei den jungen Menschen in den 50s. Die Aufregung war damals was völlig Neues. Das nennt man das Werther-Fieber. Junge Männer werden Werther-Fans und kleiden sich auch wie Werther. Das kommt total gut an. Der romantische, gefühlvolle, ach so tief empfindende junge Mann, also so um die 1780er rum. Die Erwachsenen mit ihrer Vernunft, wir dagegen, wir lieben, leiden, wir freuen uns und wir sind auch gerne mal total melancholisch, ne? Aber das ist halt alles voll die echte Emotion. Und jetzt, so geht die Legende weiter, beginnt in ganz Europa eine Selbstmordwelle. Überall erschießen sich angeblich junge Männer. In verschiedenen Ländern, Staaten oder Städten wird der Roman verboten. In anderen schon sein Besitz unter Strafe gestellt. In Leipzig sogar wird es verboten, sich wie Werther auch nur anzuziehen. Der Werther-Effekt ist also der Ausdruck für eine Art von Selbstmord-Nachahmereffekt. Ob das Buch damals wirklich eine messbare Menge an Selbstmorden ausgelöst hat oder nicht, das kann man nicht sagen. Es gibt keine Statistik dazu. Man kann davon ausgehen, dass es sich um eine Legende handelt.
Zeitgenosse Christian Gottlieb Hommel schrieb dazu, alle Welt hat dieses Buch gelesen, aber es hat sich noch nie jemand erschossen. Wissenschaftlich erforscht wird das Phänomen erst seit 1974 von David Phillips, der den Begriff Werther-Effekt auch geprägt hat. Er untersucht Selbstmordfälle, die im Zusammenhang mit Suiziden von Prominenten stehen. Speziell bei Marilyn Monroe zum Beispiel kann das nachgewiesen werden. Selbst wenn deren Tod gar nicht von allen als Selbstmord verstanden wird. 2009 gibt es einen prominenten Selbstmörder, den bekannten und sehr beliebten Torwart Robert Inke. Der litt an Depressionen und stürzte sich am 10. November vor einen Zug. Das war der Schienensuizid. 2,3 Menschen, fast immer Männer, nehmen sich so an jedem Tag das Leben. Das ist unglaublich, oder? Wusstet ihr das? Die Deutsche Bahn lastet 25 Psychotherapeuten damit aus, nur um die armen Zugführer zu betreuen. Grauenvoll. Im Falle von Robert Inke ist der Nachahmereffekt auch sehr gut nachgewiesen. 10 Tage lang verdreifacht sich tatsächlich die Zahl der Schienenselbstmörder. Es gibt einen Werther-Effekt. Keine Frage. Was macht man jetzt aber als Journalist? Räumt man einem Selbstmord Platz ein in den Medien? Wie berichtet man darüber? Was sollte man besser nicht berichten? Der Deutsche Presserat rät Journalisten zu Zurückhaltung. Ein bisschen nebulös. Die BBC verbietet zum Beispiel, dass Details zur Methode erwähnt werden und ein Verständnis für das Opfer, eine Entschuldigung oder eine Glorifizierung gar, wird auf keinen Fall gewünscht. Wenn es einen Werther-Effekt gibt, dann sollen die Herren und Damen von der Journal doch bitte verantwortungsvoll damit umgehen. Genau genommen kann ein verantwortungsvoller Journalist über prominenten Selbstmorde gar nicht berichten. Vielleicht ist es aber auch ein Kurzschluss. Verstehen wir den Werther-Effekt vielleicht völlig falsch? Hätten sich die Männer, die sich nach dem Selbstmord von Robert Inke auch vor den Zug geworfen haben, sonst ein glückliches Leben vorstellen können und hätten die ein glückliches Leben geführt? Ich glaube persönlich nicht, dass wir zu viel über Selbstmord reden. Es ist eher so, dass wir zu wenig darüber sprechen. Selbstmord ist ein Symptom der Volkskrankheit mit dem Namen Depression. Statistisch gesehen erwischt's auch zwei dieser Happy People davon. Also man könnte bei einem Promi-Selbstmord darüber reden, wie jeder in seinem Umfeld Menschen erkennen kann, die depressiv sind. Denn es gibt Zeichen. Aber aus Angst und Unwissenheit gehen wir mit solchen Menschen in der Regel falsch um. Und statt Tabus aufzubauen, sollten Psychologen mit den Journalisten über neue Methoden zum Beispiel reden, neue Methoden entwickeln, um über Selbstmord zu berichten. Jeder Promi-Selbstmord bietet die Möglichkeit, vielen depressiven Menschen zu helfen, die selber kurz vor so einem unglaublichen Entschluss stehen. Das Werther-Suizidal ist, das hätte man im Roman an den ersten 10 Briefen erkennen können, ganz klar. Ein Suizid. Daler Gedanken. So wie wir oft depressive Menschen in unserem Umfeld auch erkennen, wenn wir wollen. Wenn wir mehr darüber wüssten. Man könnte bei Promi-Selbstmorden berichten, dass es Hilfe gibt. Auch für Angehörige oder Freunde, die Schlimmes ahnen. Unzählige ehrenamtliche Mitarbeiter an den Hotlines sitzen da und helfen. Oder im Ernstfall auch die Polizei, der Notarzt, die Feuerwehr, die dafür auch ausgebildet sind. Man könnte berichten, dass Depression kein Versagen ist, sondern eine Krankheit, wie eine Lungenentzündung oder ein Schnupfen. Und dass es dafür Hilfe gibt, wirkliche Hilfe. Medikamente können wirklich helfen. 0800 111 0111, das ist die Nummer der Telefonseelsorge, rund um die Uhr. Da kann man auch anrufen, wenn man sich um jemand anderen Sorgen macht. Das berichtet zum Beispiel
das könnten die Journalisten berichten. Denn es gibt auch den umgekehrten Effekt. Das ist der sogenannte Papageno-Effekt. Der Papageno-Effekt steht dem Werther-Effekt genau gegenüber. Wir wissen heute definitiv, dass eine bestimmte Form von Berichterstattung vor Selbstmorden sogar schützen kann. Und das wäre doch viel besser, als gar nicht von einem Selbstmord berichten zu müssen, oder? Finde ich auf jeden Fall. Finde ich auch. Oh, du schwitzt. Ja, allerdings. Bei den ganzen Lampen hier. Die ganze Sendung und auch viel mehr. Kannst du sagen, oder? Ja. Jetzt läuft doch die Musik. Wie beim letzten Mal. Stimmt. Die ganze Sendung und noch viel mehr findet ihr auf morgenradio.de. Wir machen nämlich jeden Werktag eine neue Sendung. Und die ist ausführlicher und detaillierter als das, was wir hier im Video machen. Mhm. Schaut einfach vorbei. Das wäre schön. Eine echte Empfehlung. Ja. Bis bald. Macht's Ciao. Gut. Ciao. Boah, Herr Leckomio. Ein paar Mal habe ich mich versprochen.